Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader und natürlich auch mit Dirk Helger. Anders geht doch gar nicht. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Schön, dass Sie heute auch wieder live dabei sind, auch trotz des schönen Wetters draußen. Und bevor ich jetzt tatsächlich aber an den Dirk übergebe, müssen wir wie immer uns den Risikohinweis einmal durchlesen und zur Kenntnis nehmen. Bitte dieses Webinar nicht als Empfehlung verstehen, dient ausschließlich nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, ganz wichtig an der Stelle. Und da wir jetzt auch schon den 3. August haben und Sie ja bestimmt das Thema ESMA mitbekommen haben, ist die Umstellung ja erfolgt. Und ich möchte Ihnen nur kurz eine Tabelle zeigen, wo Sie nochmal die Unterschiede sehen können bezüglich der Konditionen und insbesondere Margin-Anforderungen. Das finden Sie hier unter Konto eröffnen, dann Kontopakete zum Beispiel. Wir haben noch andere Seiten, wo Sie weitere Informationen finden. Und hier haben Sie nochmal alles zusammengefasst, was den Hebel betrifft. Ja, und vielleicht hat der eine oder andere schon gesehen, wir haben ein neues Produkt, Forex Spot. Da sehen Sie auch, mit welchem Hebel Sie entsprechend handeln können. Tatsächlich für alle Konten freigeschaltet. Und wer darüber mehr erfahren möchte, kann das sehr gerne tun. Kein Problem. Und zwar auf der Seite, also hier Aktien, Forex-Indizes, Forex-CFDs und Forex-Spot. Da sehen Sie mal die kurze Beschreibung, die Unterschiede hier unten und dann entsprechend gerne auch in der Plattform hinzufügen. Ja, sollte bei jedem schon freigeschaltet sein. Bei Fragen gerne bei uns melden. Gut, dann offiziell nochmal Hallo Dirk und ich übergebe Ja, den Tag. Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, ich bin drauf, ne? Ja, dann einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite hier aus Köln. Ich denke mal, einige kennen mich ja hier, wohl bei der Masse an Teilnehmern, die ich da habe, muss ich mir kurz vorstellen. Mein Name ist Dirk Hilger. Ich bin der Entwickler von der Plattform StereoTrader und auch der Betreiber von der Gruppe Traders Club von StereoTrader.net. Und die Webinare, die wir hier machen, unter anderem das NFP-Webinar, sind halt immer so ein bisschen die Ergänzung dazu. Manchmal ergeben sich auch Gelegenheiten, wo man halt ein paar Handelsansätze oder Automatiken vom StereoTrader verwenden kann. Und deswegen machen wir die ganze Geschichte hier. Vielleicht noch ein kleines Vorwort auch noch dazu. Wir haben ja die letzte Zeit wirklich immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass man eigentlich bei den NFPs selber fast nichts mehr handeln konnte, weil ja halt irgendwie davor schon viel passiert ist und alles Weitere dann halt irgendwie nach der Markteröffnung. Wird wahrscheinlich jetzt heute auch leider so sein, zumal ich hier schon gleich vorhin mit einem Fauxpas gestartet bin, den man auch in der Gruppe nachlesen kann, sage ich aber gleich noch was dazu. Und deswegen werden wir in Zukunft hingehen und werden alle 2 Wochen, also versuchen das auch im Rhythmus von 2 Wochen zu halten, die Markteröffnung im DAX handeln. Also morgens um 9 Uhr. Ich denke mal, das wird auch einige freuen, weil ich ja halt auch immer jemand bin, der halt sehr auf die Eröffnung halt fokussiert ist und weil sich da halt einfach meistens auch alles Weitere dann entscheidet. Und weil die eigentlich schon ganz gut auch zu handeln ist, die Eröffnung. Also natürlich auch nicht immer, aber meistens gelingt es dann ja dann halt irgendwo doch zwischen 9 und 10 Uhr dann irgendwo was mitzunehmen. Der Lutz schreibt hier um 8 Uhr. Nein, das kannst du gerne machen. Die Amateurstunde, wie man sie nennt, die lassen wir aus, sondern wir starten um 9. Natürlich dann irgendwie kurz vor 9, beziehungsweise um 9, weil um Punkt 9 setzt man ja eh keine Order. Das eben nur als Ergänzung. Also falls jetzt heute hier wieder nichts bei rauskommt, also in puncto Trades, also ich will jetzt auch nicht hier irgendwas erzwingen zu handeln, sondern will ja halt einfach nur das hier fertigstellen, was ich ja halt morgens auch immer schon vorgebe und geht hier mal so ein bisschen auf die Trends ein, weil das hat ja in der Vergangenheit eigentlich fast immer gepasst und hat dann auch für die Wochen danach auch echt Bestand gehabt. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen aufgepasst hat, da konnte man auch tatsächlich im Nachhinein was mit anfangen. Ich glaube, einmal waren es sogar irgendwie über 1000 Punkte, wo er dann wirklich punktgenau an
an der Stelle halt noch ist, der Dow Jones war das damals unter 24.000 noch, konnte man handeln mit einem Stop-Loss von 10 und ist über 1.000 Punkte nach Norden gelaufen. Und das aber dann eben auch erst im Nachhinein, natürlich nicht während den NFPs, aber das hat eben vielleicht nochmal so als Hintergrund. Deswegen, ich finde die NFPs schon wichtig, weil sie schon richtungsweisend sind, auch wenn während den NFPs selber halt irgendwie nichts passiert, die meiste Zeit. Das ist halt so. So, dann gehe ich mal kurz auf die Märkte ein. Achso, bei den Webinaren wird natürlich bekannt gegeben in der Gruppe, als auch natürlich auf der Seite von FX Flat und auf der Stereo Trader Seite werden die Termine bekannt gegeben, wer dabei sein möchte. Ich würde mich freuen. Ich habe den Link schon mal in den Chat kopiert, wenn ich kurz reingrätsche. Ja. Und wer möchte, kann sich dann entsprechend auch schon anmelden. 21.8. ist der erste Termin. Okay, so, ich fange mal an hier mit dem Dow und damit auch gleich mit dem Fauxpas, den ich mir hier geleistet habe. Also, das hier sind die Linien, also hier oben im Stundenchart zeige ich mal eben hier nochmal groß. Das sind die wesentlichen Punkte aus dem Block und ich hatte halt geschrieben, mit bisschen Glück werden wir heute eine Range kriegen, die sich zwischen 25.413 und eben 25.203 müsste das eigentlich sein, hier bewegt. So, habe ich vorhin halt auch noch gepostet. Der Lutz war es, der gemeint hat, hat jemand die 410 auf dem Schirm gehabt. Und ich war aber vorhin leider beim Essen und habe gedacht, verdammt, jetzt muss ich hier beim Essen noch die Order setzen. Das wollte ich eigentlich gar nicht und hatte 419 in Erinnerung, nicht 413. Und die 413 ist genau die, wo er jetzt hin ist, und zwar wirklich auf den Tick genau. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Den haben wir jetzt verpasst, weil den hätte ich natürlich gerne mitgebracht hier zur Eröffnung, weil er nämlich natürlich von hier einfach auch tatsächlich komplett runterschieben kann. Meines Erachtens mindestens hier bis auf, ich gehe mal hier hin, das ist die 318, 25.318. Und da sieht man halt auch, das war halt, die habe ich schon ein bisschen länger drin. Hier am Anfang hat man sie gar nicht wahrgenommen, wo er da hoch ist, aber kommt eben aus dem Tageschart und hat für mich von Anfang an danach ausgesehen, als würde da Volumen entstehen. Das hat auch gepasst und nachher entsprechend hat es als hier Support auch funktioniert und ging da nicht drunter, sondern von da nochmal hoch, kam aber nicht weiter. Und das jetzt eben halt ein Punkt, der sich gestern ergeben hat, eben aus meiner Herangehensweise. Ich versuche immer so ein bisschen die Algorithmen zu verfolgen, was die halt treiben. Und da ist eben genau dieser Punkt jetzt bei herausgekommen. Wie gesagt, wir haben ihn jetzt leider verpasst. Vielleicht hat ihn der ein oder andere aus der Gruppe gemacht. Wird mich natürlich freuen. Also gut denkbar wäre halt hier nochmal die 318. Und dass er da nochmal hinläuft, muss nicht. Ja, man sieht auch hier, hängt jetzt halt hier einfach auch am nächsten Punkt. Und für einen Impuls reicht das eigentlich auch schon. Ja, und das waren jetzt hier knappe, ja, was waren das, 65, 63, nee, ich kann es 53 Punkte. Und für so eine Genauigkeit, also wenn ich sie hätte, ich würde jetzt auf den Knopf drücken, ehrlich gesagt. Ist natürlich keine Empfehlung, muss jeder selbst wissen. Generell, also das hier ist der Stundenchart, das ist immer das, was ausschlaggebend ist für Intraday, also um da halt zumindest mal eine Richtung zu finden, jetzt nicht für den Einstieg. Ich zeige mal kurz den Tageschart hier im Dow. Und was da das Problem ist, im Tageschart sieht man es eigentlich gar nicht so genau. Besser ist es eigentlich im Wochenchart, weshalb ich auch da oben die 550 drin hatte. Ich bin ja immer ein Verfechter von dem Stichwort Kontext. Ja? Also ich verwende immer gerne das Wort Kontext. Und das hängt aber eigentlich nur zusammen mit den Außenstäben. Und wie gesagt, wer das die letzten Male mitverfolgt hat, der wird auch bestätigen können, dass es eigentlich immer passt. Oder ja, bisher tatsächlich immer, es mag natürlich Ausnahmen geben, aber bisher hat es immer gepasst. Und wenn man sich das hier mal anguckt, hier im Wochenchart, dann haben wir hier immer noch die zweite Abwärtsbewegung bis hier unten hin, ja, bis 23.100 und irgendwas war das hier an der Stelle. Und da versucht er die ganze Zeit im Wochenchart drüber rauszukommen. Und wenn man das mal genau nimmt, dann haben wir hier eigentlich nichts anderes als eine Range, an deren Oberkante wir die ganze Zeit kleben. Kein Trend, kein nichts, kein gar nichts. Rein korrektives Verhalten sieht man hier. Immer wieder versucht, da drüber, hier schon mal abgeprallt, da schon mal kurz vorher und jetzt nochmal abgeprallt. Und es kann natürlich sein, dass der das Ding irgendwann sprengt, also nach oben rausgeht. Aber daher kommt eben immer diese Tendenz. Ja? Also dass es halt eben immer wieder genau an der Stelle drückt. Und um das Bild dann auch entsprechend halt
zumindest mal ansatzweise zu drehen, müsste zumindest mal die Woche über 25.510 schließen. Aber jetzt nicht unbedingt nur ein, zwei Punkte, das ist schon ein bisschen deutlicher. Das heißt, wenn wir eine Wochenkerze haben, die hier oben bei meinetwegen 25.800 oder so halt schließt, dann kann man vielleicht schon mal davon ausgehen, dass wir die nächste auch nochmal in Angriff nehmen. Wobei wir dann ganz sicherlich hier an der Stelle auch nochmal ein Problem kriegen werden, ja, weil hier ist halt einfach so die letzte Aufwärtsbewegung und das kann dann sein, dass es hier einfach eine ziemliche Schiebezone wird, wenn er das überhaupt schafft, irgendwann mal da oben rauszulaufen. Aber das eben nur mal zur Grundhandlung, zur Grundhaltung, weshalb ich das Ding halt noch längst nicht long sehe, ja. Also klar haben wir natürlich jetzt hier über mehrere Tage, Wochen schiebt es sich halt nach oben, aber es ist immer noch extrem korrektiv. Und oft funktioniert es tatsächlich genau so, in Anführungszeichen einfach, dass man sich halt die Außenstäbe raussuchen muss und dann weiß man eigentlich auch, wo Schluss ist, beziehungsweise wo es nicht mal eben drüber läuft und dann auch stehen bleibt. Und das funktioniert im Wochenchart genauso wie im Stundenchart, gut, in 5 Minuten jetzt natürlich nicht so, aber eigentlich in allen Timeframes. Und das ist eben halt, das ist mein Kontext. Das Ding hier, wir stecken in der Abwärtsbewegung, nicht in der Aufwärtsbewegung. Und deswegen ist auch die Chance immer noch groß, dass er von hier oben einfach wegkippt und wir dann halt eher nach unten rausfallen als nach oben. Und die 318, um die auch mal nochmal kurz zu zeigen, ich weiß jetzt gar nicht, ob man die jetzt wirklich erkennen kann im Tageschart. Ich versuche die mal einzuzeichnen. Hoppla, muss ich erstmal umstellen. So, die 318, die machen wir mal orange. Orange verwende ich halt immer für ja, Entscheidungsgrenzen, dort wo halt höchstwahrscheinlich Volumen halt kommt. Hier sieht man es jetzt nicht so gut, aber war halt eben auch hier das High, ja, wo halt auch mehrfach ziemlich genau dran geschlossen wurde. Und da ist halt in der Vergangenheit einfach auch schon viel passiert und gab es halt auch immer wieder Verkaufsdruck. Und da versucht er natürlich hier auch erstmal im Tageschart darüber wegzukommen. Zumal es natürlich auch eine Fortsetzung nach Markttechnik wäre. Ja, also zumindest mal halt hier der Ansatz von einem gelingenden Reversal, weil hier ein Hoch, dann hier ein Tief, was nicht tiefer ist als die letzten. Also hier haben wir schon eine klare Tendenz. Tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Dann hier kritischer Bruch, aber hat ja hier nochmal supportet, die letzten nicht verletzt. Und dann entsprechend geht es natürlich jetzt hier rum, immer gemessen am Schlusskurs, die Peaks interessieren mich überhaupt gar nicht, weil hier war der Schlusskurs einfach immer bei 318 und da hat er jetzt auch einmal drüber und hält sich auch die ganze Zeit da schon recht wacker. Ja. Von daher ist schon jetzt die Chance groß, dass es auch mal nach oben schafft und deswegen ist das eben ein Support und deswegen ist es auch der Grund, warum das hier gestern, also ist natürlich im Nachhinein immer ganz leicht zu erklären, aber eben auch, weshalb es zumindest mal nach der Logik oder Taktik halt auch plausibel war, dass er wieder versucht, über 318 zu schließen und nicht, wie vielleicht einige dann schon wieder gehofft haben, dann einfach nach unten wegfällt. Ja, das ist einfach nur ganz normales Verhalten. Wir haben hier eine Range, die man auch sieht. Und Ranges werden eben immer verteidigt. Ob das immer gelingt, steht auf dem anderen Blatt. Aber verteidigt wird das Zeug immer. So, das zum DAO. Und dann gehe ich mal noch kurz auf den DAX oder beziehungsweise mal auf, ich schnappe mir mal das Gold hier an der Stelle. Das ist eigentlich fast interessanter. Gold, da hatte ich halt auch ein bisschen längere Analyse dazu geschrieben. Hat natürlich hier unten massiv Support jetzt an der Stelle, ja, bei den letzten Tiefs. Und also hier im Wochenchart jetzt auch nochmal. Und deswegen jetzt natürlich hier auch Reaktionen schon plausibel, ja, weil da treffen halt einfach Interessen aufeinander. Da war jetzt natürlich auch noch ein Pivot. Das ist alles gut und schön. Aber letzten Endes geht es natürlich hier um diese Aufwärtsbewegung, die natürlich auch schon über ein Jahr her ist. Im Mai letzten Jahres war das hier unten und damit wahrscheinlich auch, so wie ich das sehe, des Jahres, Vorjahres tief. Und das natürlich nicht einfach da, genau, dass es nicht einfach da drunter durchfällt, das liegt halt auch so ein bisschen auf der Hand. Ne? Weil dann natürlich auch einige sagen, nee, Moment mal, freuen wir uns doch, dass wir so günstig wieder einkaufen können. 10 Sekunden, den Zahlen. Ja. Zahlen kommen jetzt, also jetzt hier irgendwas zu handeln, wie gesagt, macht meines Erachtens eh keinen Sinn. Wir behalten das hier mal im Auge jetzt erstmal. So, Gold reagiert in der Stunde auch nochmal nach oben erstmal.
Ja, auf jeden Fall Heißt aber nicht. schlechter als erwartet. Okay. Ja, sieht man, was der Dauer davon hält, eine Erstreaktion. Das ist immer das Schöne mit den Zahlen. So, hier haben wir auch nur eine Grenze aus dem Daily, die 1215. Die hatte ich ursprünglich als Support drin, die ja auch erstmal funktioniert hat. Aber jetzt können wir hier natürlich auch genauso gut eine Paritätsumkehr bekommen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht unbedingt aktiv werden. Also gerade bei Gold, weil wir da halt echt so ein bisschen das Problem haben, dass wir unten einfach massiven Support haben. Könnte jetzt sein, dass wir jetzt hier einmal an den nächsten, hier war es gar nicht am Pivot, nur knapp davor, ist hier 30 Minuten, was man ja ganz oft sieht, das haben wir auch schon ein paar Mal, dass halt eben wirklich zu den NFPs die 30 Minuten EMA 200 angelaufen wird, so ein bisschen als, ja, ich würde es nicht Verzweiflungspunkt nennen, aber halt als Anlaufstelle. Und dass es ab dort dann erstmal wieder in die andere Richtung geht. Also würde jetzt hier auch Sinn machen, weil, wie gesagt, das hier war Support, sieht man ja halt auch hier deutlich, auch nochmal vor 3 Tagen hier nochmal deutlich dran reagiert und jetzt entsprechend hier mit Karacho drunter. Und wenn es nicht ein komplettes Chaos hier ausartet, dann sollte es eigentlich auch erstmal nochmal als Umkehrpunkt dienen. Der jetzt aber nicht genau funktionieren muss, sieht man ja hier auch. Ja, ist halt einmal drüber und dann halt entsprechend hoch. Von daher schon gut denkbar, dass wir jetzt hier wirklich an der Stelle, ich kann ja mal halt irgendwie eine ganz kleine Order hier hinsetzen, dass wir den Pivot halt sehen und das Ganze dann nachher nochmal drunter schließt. Also wäre denkbar, muss nicht so kommen, aber das wäre jetzt zumindest mal ein Impuls, der machbar wäre. Zumal auch nochmal markttechnisch betrachtet, sieht man jetzt hier im M30 nicht so gut. Aber wenn man sich das hier, ich hätte auch mal das Zickzack irgendwie aufmachen können. Moment mal. Vielleicht passt das ja auf Anhieb. Nee, leider nicht ganz. Mal diese Welle, die wir hier drin haben. Ja, also hier eine Abwärtsbewegung und hier nochmal aufwärts. Ja, das ist ja so der, eigentlich fehlt hier noch ein Zickzack, vielleicht sieht man das im Gucken, im 15 Minuten besser. Ja, da sieht man es besser. Also hier hat man nochmal Aufwärtsbewegung und das wäre natürlich dann entsprechend auch nochmal ein Korrekturpunkt. Das heißt, bis dahin an die Stelle, ja, so rein markttechnisch, wenn es weiter abwärts gehen soll, wäre es schon plausibel, wenn wir da eine Reaktion kriegen. Ja, wenn er überhaupt bis dahin kommt. Aber das wäre zumindest schon sehr plausibel und passend dazu ist eben halt hier auch der Pivotpunkt, der natürlich auch gerne angelaufen wird und wo halt gerne immer mal wieder Volumen entsteht. Aber lassen wir den jetzt hier erstmal in Ruhe. Also hier auch der EMA, der liegt schön auf dem Weg, beziehungsweise Quatsch, das ist hier der 15er, der M30, der ist hier oben, der passt halt, das passt alles ganz nett zusammen. Ja, also hier als maximaler Korrekturpunkt, hier der EMA, Pivot. Das Ganze jetzt hier in 15 Minuten ein bisschen genauer dargestellt. Würde mich wundern, wenn er einfach da drüber läuft, als wenn da nichts wäre. So, jetzt nochmal gucken. Ich habe das hier vorhin alles frisch installiert. Das ist jetzt, wie gesagt, nochmal eine ganz kleine hin. Dann kann man ja skalieren. Ich mache mal den Stop ein bisschen weiter an der Stelle, dass man die Position eventuell auch noch ausbauen kann. So, und guck mal nebenan auf den DAO, was macht er? Nicht viel. So, also eigentlich normales ja, Verhalten, was jetzt gar nicht unbedingt was direkt mit den NFPs zu tun hat. Also hier oben ist natürlich jetzt extrem ärgerlich. Ich habe ja vorhin gesagt, 318 wäre so die nächste Anlaufstelle. Ich glaube, man sieht schon ganz gut, dass das passt, ne? Zumal wir jetzt hier halt auch, ich habe das Market Profile hier auch drin. Vielleicht da auch noch 2 Worte zu denjenigen, die das nicht kennen. Ja, aber hier haben wir jetzt, ich habe mich jetzt nicht eingezeichnet, aber hier oben sieht man es. Ja, Reaktion genau bis dahin. Das Market Profile, das passt eben auch halt wirklich wunderbar jetzt hier dazu. Wir haben jetzt hier bei 325 haben wir den Point of Control. Das heißt, das ist da, wo gestern der meiste Umsatz war. Und mal ganz profan,
einfach ausgedrückt, wenn viel Volumen in den Markt muss, dann muss es natürlich eine Stelle, wo auch andere einfach am Start sind. Ja, also mal ganz wirklich profan ausgedrückt. Also das heißt, wenn jemand sich hier long oder short größer positionieren will, dann muss er halt logischerweise eine Stelle suchen, wo halt auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, auf andere Marktteilnehmer zu treffen, die auch das Volumen entsprechend bewältigen können. Ja, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und das ist natürlich am wahrscheinlichsten dort, wo gestern der meiste Umsatz auch schon war. Beziehungsweise jetzt heute haben wir hier die 313. Das heißt, die 318. Da war heute der meiste, nee, Entschuldigung, gestern sind wir hier, ne? Nee, sowohl als auch, oder? Bin ich jetzt hier gerade falsch? Nee, das ist von heute jetzt der meiste Umsatz. Also hier war heute der meiste Umsatz, Entschuldigung. Das sagt hier die gelbe Linie aus. Ja, die wird minütlich aktualisiert. Und da war definitiv heute der meiste Umsatz im Dow Jones, im Future. Und da läuft er halt dann passenderweise erstmal hin. Okay, so, und gleichzeitig der VWAP, das gehört auch dazu, also eins nach dem anderen. Und zum Market Profile gehören noch ein paar Sachen mehr. Also einmal Point of Control von heute. Der wird, wie gesagt, minütlich aktualisiert. Und dann haben wir hier oben eine gestrichelte und hier unten eine gestrichelte. Und in dieser Spanne haben wir 70% des Tagesvolumens. Und da sollte sich das jetzt erstmal einpendeln. Das heißt, gut denkbar, weil das jetzt erstmal hier unten hinläuft, also das Maximum erstmal ausreizt und da auch nicht ohne weiteres durchläuft. Und genauso gut, hier wird es aber generell eng, weil hier haben wir nämlich außerdem noch, ich mache das mal ein bisschen größer, damit man es besser erkennen kann, beziehungsweise mal ein bisschen enger. Hier haben wir nämlich den Vortages, die Value Area High vom Vortag. Das heißt, hier war 70% des Volumens nach oben begrenzt und entsprechend unterhalb haben wir hier war der meiste Umsatz gestern. Das ist der Vortages Point of Control und nochmal eine Etage tiefer hier 70% Unterkante. Ja, und da wir jetzt hier so einen Trendtag eigentlich an der Stelle haben, das heißt, wir sind über die Value Area vom Vortag ist das Ganze schon mal gestartet und pendelt sich auch die ganze Zeit da oben ein. Das heißt, hier haben wir auch einen Support, ging immer ein bisschen drunter, macht aber nichts. Aber vom Prinzip her sind wir hier über dem Vortag. Ja, also ist halt heute der Dow erstmal höher bewertet und deswegen ist es auch wahrscheinlich, dass der hier jetzt auch nicht so ohne weiteres nochmal drunter fällt. Und das passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Einmal hier Point of Control mit der 318, die ich vorhin gezeigt habe, eben wichtig aus dem Daily, plus hier die Value Area vom Vortag, plus hier jetzt auch nochmal, das wäre so das Maximum, also die günstigste Bewertung für heute, die noch halbwegs fair ist, würden wir hier unten finden und deswegen wird es da halt auch vermutlich nochmal erstmal ein bisschen schieben. Hat beim letzten Mal auch sehr gut gepasst, die Betrachtung hier nach dem Market Profile. Und also spätestens eng wird es dann tatsächlich hier unten, sollte er wirklich runterkommen. Also die 205 passt hier noch einigermaßen zumindest zum Vortages-Point of Control, das heißt da, wo wir den meisten Umsatz hatten. Und entsprechend hier auch, sieht man auch die erste Aufwärtsbewegung, schließt hier oben ab und glaube nicht, dass die so ohne weiteres dann auch fällt, wenn wir überhaupt bis da runterkommen. Das wäre für mich auf jeden Fall ein Long-Versuch, hier unterhalb dem Point of Control. Entsprechend an der Stelle, das wäre long, genauso wie hier oben an der 413 short. Also erstmal Glückwunsch an diejenigen, die die 413 gemacht haben und nicht wie ich die Order falsch gesetzt haben auf 419. Das ist wieder ein sehr schönes Beispiel, wie Handeln nicht funktioniert, nämlich nicht vom iPad, nicht beim Essen, wenn man keinen Überblick hat. Weil hätte ich das hier natürlich gesehen, habe ich ja alles vorher eingezeichnet, wäre mir das natürlich nicht passiert. Und dann hätten wir jetzt hier schon fast 100 Punkte mitgenommen. Beziehungsweise ich wäre aber ohnehin auch hier oben rausgegangen. 50 Punkte wären es auf jeden Fall gewesen. Aber so ist das halt. So, dann gucken wir mal, was Gold macht. Da irgendwas passiert zwischendurch. Da ist auch eine Frage von Teilnehmer, der Ja. offensichtlich oft dabei ist. Und zwar fragt er, seit wann interessiert sich der EMA? Der EMA. Den habe ich bei den NFPs tatsächlich immer drin. Also ich glaube bisher wirklich tatsächlich jedes Mal.
Eigentlich interessiert er mich nicht. Also ich bin überhaupt gar kein Fan von irgendwelchen EMAs und SMAs. Beobachte aber halt tatsächlich, dass bei den NFPs, dass das sehr oft der EMA 200 auf 30 Minuten angelaufen wird. Warum auch immer. Und hier ist es jetzt halt einfach nur, das hatte ich ja vorhin, nee, nicht im DAO, Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Im Gold ist es halt tatsächlich ja so, dass es hier einfach nur zusammenpasst. Ja. Und das mag jetzt Zufall sein oder Bestimmung oder wie auch immer, hier passt es halt einfach nur, ja, weil halt hier jetzt diese kleine Aufwärtswelle ist, hier ist der Pivot und der EMA 200. So, das ist alles. Und wenn ich sowas beobachte, dann sage ich ja gut, also dafür beobachte ich ihn eigentlich, ja, um ihn halt dann eher noch in Kontext mit irgendwas anderem dann halt noch zu stellen. Wenn das passt, ja, warum nicht dann halt vielleicht einfach nur ein Argument nochmal mehr. Aber tatsächlich handeln zu, also rein nach dem EMA, also ich weiß nicht, wie man es handelt, ehrlich gesagt. Mag sein, dass der ein oder andere da das hinbekommt, aber ich komme damit nicht wirklich klar. So, den DAX hatten wir noch gar nicht, ne? Habe ich noch gar nichts dazu gesagt, Können wir außer dass eine der Frage vielleicht natürlich. noch zum Dow Jones, bevor du damit DAX anfängst? Ja. Und zwar in Klammern, warum macht strategische Order 5x ATR Long jetzt Sinn? Oder? Jetzt? Genau, also du hattest ja deine Erklärung bezüglich POC und Value Error, wo man theoretisch Okay. auch Long gehen Ach könnte. so, weil ich das hier eingestellt habe. Das ist nur voreingestellt. Also das ist einfach nur vorbereitet, falls sich halt eine Gelegenheit ergibt. Moment mal, mache ich beim DAO. Die müsste hier auch voreingestellt sein. Also jetzt hier an der Stelle, weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Aber generell ist es halt ein Erfahrungswert. Ja, also hier mit der strategischen Order 5x ATR 3. Das Problem ist, wenn man die bei News einsetzt, dann ist es halt einfach so, dass die ATR nicht stimmt. Also ich brauche ja mindestens irgendwie 14 Kerzen, um halt eine ATR zu bilden. Und klar geht die jetzt hier auseinander, die ATR an der Stelle, aber möglicherweise nicht schnell genug. Das heißt, die Orderplatzierung würde jetzt hier erstmal wahrscheinlich nicht zum Markt passen. Aber generell ist halt 5x ATR durch 3 im M5 einfach ein sehr, sehr guter Erfahrungswert, der tatsächlich sehr oft und sehr leicht wirklich auch Gewinne erwirtschaftet. Aber hat jetzt hier mit den NFPs speziell nichts zu tun. Dann fragt der Gaston, wo kriegt man das Market Profile und den VWAP her? Das ist ein Add-on für den Stereo Trader, ein kostenpflichtiges Add-on. Das gibt es auf der Homepage. Und das, wie gesagt, ist ja die Variante, die minütlich aktualisiert wird. Ja, also gerade der VWAP, das geht eh nur minütlich. Und da wird es aber in Zukunft, in naher Zukunft, wird es da halt noch eine Ergänzung geben. Und zwar machen wir da ein extrem stark verbilligtes, wenn nicht sogar kostenloses Market Profile, was aber dann halt eben nur die Vortageswerte enthält. Also das ist momentan gerade im Gespräch, beziehungsweise in der Planung. Und so, dass man zumindest die Vortageswerte hat, weil das kommt ja vom Olli Klemm, der hat ja auch seinen Blog, wo er die Werte ohnehin veröffentlicht. Und da haben wir uns überlegt, das könnte man doch eigentlich auch in ein eigenes Add-on dann auch mal bauen. Und so, dass man dann halt das im Stereo Trader einfach direkt angezeigt bekommt. Und natürlich umgerechnet, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, das hier ist nicht CFD-basiert, das ist Future-basiert. Das ist also, sind also echte Volumendaten, auf denen das berechnet wird und nicht, wie es bei CFDs halt üblich ist, jetzt auf dem Tickvolumen, was zwar auch einigermaßen hin und wieder was aussagt, man sieht es ja jetzt hier, oft passt es, aber die Genauigkeit kriegt man natürlich nicht, ne? Also hier zum Beispiel die Glocke, die hier drin ist, die basiert ja halt auf Tickvolumen, die wird vom Stereo Trader errechnet, die kriegt man hier. Über VP kriegt man die einen ausgeschaltet und da gibt es halt auch die orange Linie, das ist der Point of Control, der meist gehandelte Preis. Und wie man hier sieht, ist das ein ziemlich genauer Match mit dem tatsächlichen Volumen. Und genauso bei, dafür muss ich das hier mal kurz ausschalten, genauso mit der Value Area, dort wird es dann mal schon ein bisschen ungenauer. Da, wo es grau wird, ist 70% vorbei. Das ist dann halt hier der Bereich, sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Aber da sieht man, da hat man schon eine Abweichung jetzt hier zu den echten Volumendaten und nach oben
Ganz genauso. Also hier wäre 70% vorbei und das passt dann nicht mehr so ganz. Ne? Aber Point of Control und eine ungefähre Richtung kriegt man da schon hin. So, also wie gesagt, das ist der Unterschied und deswegen ist es auch kostenpflichtig, weil natürlich da auch Daten und ein Server dahinter hängt, der das Ganze bedienen muss, jede einzelne Minute, wenn es abgefragt wird. So, also das hat gepasst. Von der Vermutung her 413 bis 318 und nur leider eben auch verpasst. Ärgert mich jetzt natürlich auch nach wie vor. Aber so ist es halt. So, dann fragt noch jemand, was ist eigentlich mit der DOM-Taste? Da gehe ich gleich drauf ein. Will jetzt nicht hier zu StereoTrader speziell sein, sondern auch die Märkte mal ein bisschen im Auge behalten. So, hier Gold macht sich auf, uns hier abzuholen, das ist schon mal gut. Zum DAX gehe ich mal kurz. So, der ist natürlich hier auch wunderbar in der Range unterwegs. Bei dem hatte ich heute ebenfalls zwei Punkte, wobei er den einen noch nicht erreicht hat. DAX ist immer ein bisschen lahmer unterwegs. Und zwar einmal die 12.668 und unten die 12.500. 33, ja, das wären so jetzt meine Lieblingsgrenzen für heute, aber man hat es hier schon nicht über diese Abwärtsbewegung hinaus geschafft, wie man sieht, sondern ist hier auch im Kontext, da sind wir wieder mit Stichwort, da schon hängen geblieben bei dieser Abwärtsbewegung, beginnend bei 640. Aber das ist halt so eine Marke, die handle ich nicht gerne, weil die ist mir zu oft eben auch in allen möglichen Foren und so weiter begegnet. Und auch sehr oft überlaufen worden, war nicht gut zu handeln. Deswegen habe ich die auch erstmal ignoriert. Drin ist sie, um sie zu beobachten. Aber mein Favorit wäre hier die 668. Zumal wir hier auch, sieht man, da auch schon ordentlich Betrieb hatten an der 12.668. Hier erstmal halt relativ lange, relativ viel Umsatz an der Stelle. Halt hier einmal halt nach unten. Und dann aber entsprechend wieder zurückgekauft und dann hier als Support entwickelt und dann gestern wieder gebrochen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den es jetzt halt auch noch zu bestätigen gilt. Also wenn es hier weiter abwärts gehen soll, weil es halt einfach an der Stelle, ja, die fehlende Paritätsumkehr ist. Ja, also wir haben ja halt hier Paritätsumkehr. Ich hoffe, das sagt jedem was. Wir haben ja halt hier eine Aufwärtsbewegung, also jetzt auch nochmal markttechnisch betrachtet. Hier haben wir eine Aufwärtswelle, da ein Tief. So, und dann wurde dieses Hoch wurde gekauft, zurückgelaufen, bestätigt bei 668, also als Support hier etabliert und dann weiter hoch. Ja, so, und dass es jetzt hier so einfach drunter ging, sieht man, war es ja auch nicht, sondern gestern erstmal dahin und dann halt wieder hochgelaufen. Ja, das sind Stundenkerzen, ja, auf einer Minute oder fünf sieht es natürlich nochmal wesentlich spektakulärer aus, aber es ist jetzt nicht so, dass da nichts ist, ja, sondern es ist halt einmal hier gestern Morgen dahin. Und dann ordentlich hoch und dann doch runter. So, und was hier fehlt, ist eben an dem Support die Paritätsumkehr. Das heißt also ein Backtest von unten. Und deswegen wäre das auch so mein Favorit, um da halt short zu gehen. Ja. Und außer, was jetzt natürlich passieren kann, wobei beim DAX heißt das nicht unbedingt was, wenn der DAX sich jetzt zuerst entschließt, die 533 halt anzulaufen, obwohl es ist weit genug weg. Also ich glaube nicht, dass die 668 einfach so fällt, sondern sollte eigentlich eher ähnlich funktionieren wie im DAU eben die, na, wo ist sie? Hier die 413. Ja, da haben wir ja eigentlich ein ganz, ganz ähnliches Spiel. Okay. So, DAX, genau. Also, das waren jetzt erstmal die zwei Punkte, die in meinem Blog sind. Hat auch jemand gefragt, wo gibt es eigentlich meinen Blog? Zwei Möglichkeiten. Einmal Traders Club von StereoTrader.net. Dort ist er jeden Morgen verlinkt. Um 7 Uhr erscheint er immer. Und ansonsten findet man den auch ganz einfach auf dirkhilger.de. Und dort sind halt eben genau diese Linien, wie ich sie halt hier jetzt gerade auch bespreche, auch drin, die auch in fast allen Fällen sehr, sehr gut zu handeln sind. Und nach denen ich auch selber meine Trades auch immer in der Gruppe poste. So, dann mal weiter im DAX. Mal hier ein bisschen was zur Großwetterlage. Also,
Die 12859 ist jetzt zwar hier ein bisschen weit weg. Das war aber hier oben etwa das Hoch, müsste auch hier der Schlusskurs gewesen sein. Die hatte ich schon seit, was haben wir hier, 844, ja, ein bisschen drunter. Die hatte ich auch schon längst, bevor wir hier nach hoch gekommen sind, habe ich gesagt, bei 8 bis 859 ist die ganze Geschichte korrektiv. Erstmal und short. Also das heißt, klar, ist natürlich jetzt ordentlich dahin gelaufen, aber korrektiv eben. Weil ganz einfach auch nochmal markttechnisch ohne Trendkanäle und dergleichen, ganz simpel, ich versuche das hier mal mit ein paar Linien auch einfach mal darzustellen, die ich jetzt einfach mal hier kurzerhand manuell einzeichne. So, ein bisschen schönere Farbe hier. So, ist das Ganze einfach so. Ja, passt jetzt nicht genau, aber ist ja egal. So, dass wir hier, ich mache so ein bisschen da, um das halt mal zu erklären, warum der DAX einfach überhaupt nicht long ist. Vielleicht nach Charttechnik, das mag sein. Das ist aber nichts, was ich handeln würde, sondern ich halte es gerne ein bisschen einfacher. Und was auch meistens kein Fehler ist. So, was man halt hier einfach sieht, ist, wenn man sich das mal so anschaut, den hier lasse ich jetzt mal weg. Also, wir haben halt hier von dem letzten Korrekturpunkt hier bei 11.800 irgendwas, sind wir hier nochmal gelaufen bis zur 13. Kann ich hier noch weiter zurück? Nee, brauche ich nicht. So, das war halt das All-Time-High. Dann haben wir hier ein tieferes Tief gemacht. Ja, und das ist ja halt rein markttechnisch ist das ja halt die Einleitung eigentlich auch schon das erste Indiz von einer Umkehr. Weil der letzte wichtige Support hier an der Stelle auch entsprechend das Jahrestief von 2017 wurde gebrochen an der Stelle. So, und danach gab es auch erstmal kein weiteres Hoch, sondern sind hier gescheitert bei 13.000, knapp 200 waren es oder 200. So, und jetzt ist es halt eigentlich, geht es nur darum, an der Stelle die Bewegung eigentlich zu bestätigen. Das steht eigentlich aus. Es steht meines Erachtens nicht aus, hier neue Hochs zu erklimmen, sondern hier tatsächlich die nächste Bewegung dann auch irgendwann mal in die Richtung hier fortzusetzen und das hier zu bestätigen. Weil hier oben sieht man ja auch ganz deutlich, habe ich jetzt hier zwar nicht eingezeichnet, aber man sieht schon ganz deutlich, dass halt hier auch kein neues Hoch mehr gemacht wurde. Das heißt, wir haben hier abfallende Hochs und hier abfallende Tiefs. Und das Ganze eben in einem übergeordneten Bild, das auch schon nach unten gebrochen ist. Und deswegen ist es für meine Begriffe auch wahrscheinlicher, dass wir demnächst dann auch mal da unten rausfallen, unter 11.600. Und dass es auch nicht mehr so lange dauern sollte, weil man sieht ja, es wird ja immer wieder, gibt es halt hier Gegenwehr. Und von daher ist es erstmal plausibel. Auch wenn wir jetzt natürlich aufs ganze Jahr betrachtet, könnte man in der ganzen Geschichte halt auch den Range-Charakter unterstellen. Also das heißt einfach nur seitwärts. Aber nichtsdestotrotz, das hier macht mich halt stutzig. Ja, also das Tief, was hier nochmal bestätigt wurde, es war kein Versehen, kein Stop-Fishing an der Stelle, sondern hier wurde einfach wirklich ein tieferes Tief gemacht. Deutlich tiefer eben halt als auch, oder was heißt deutlich, zumindest erkennbar tiefer als im Vorjahr. Und das ist halt entsprechend auch ein Indiz dafür, wenn hier keine neuen Hochs kommen, beziehungsweise wenn die abfallen, dass es dann irgendwann auch nach unten rausfallen darf. So, mal gucken, ob mein Gold noch lebt, beziehungsweise abgeholt, noch nicht. Aber kommt gleich, wie es aussieht. Okay, so, das ist der DAX. Und ansonsten Intraday muss man halt, glaube ich, wirklich gucken, dass man halt die Punkte halt abpasst, einfach die man vom Vortag hat. Also hier haben wir jetzt halt zum Beispiel halt auch nach Market Profile kann man halt auch vorgehen. Seitwärts Range ist eigentlich immer doch sehr hilfreich sind. Hier fragt gerade einer, der Oliver, hat Dirk nicht gesagt, dass wir Lunden doch bei der Betrachtung egal sind. Ja, ist wahrscheinlich jetzt hier auf den DAX gemünzt, auf den Tageschart im DAX. Ja, ist mir egal, aber wir haben halt, also ich gucke tatsächlich nicht auf, also ich, auf Lunden oder Dochte, also nicht wirklich. Ja, das sind für meine Begriffe halt Fehlausbrüche, nicht mehr und nicht weniger. Und in deren Richtung es ja auch nicht weiterging.
Und aber hier haben wir auch Schlusskurse, ja, die ja auch deutlich unter denen sind, die wir halt im Vorjahr schon hatten und auch mehrere einfach auch davon. Und das ist halt eben von daher an der Stelle schon in Ordnung. Hätten wir jetzt halt hier nur diese Kerze, ja, das war ja im Januar irgendwann, wo sie über Nacht mal so heftig runterging und die hätte wieder hier oben geschlossen, das wäre es gewesen, dann hätte ich gesagt, ja komm, egal. Aber das ist ja halt alles nochmal wegverkauft worden und hat auch da unten geschlossen und so weiter. Von daher ist es für mich jetzt schon relevant. Okay, aber wie gesagt, im DAX nichtsdestotrotz, da wir jetzt auch seit einem Jahr auch schon seitwärts da auch sind, es ist halt immer die Frage, muss man da wirklich auf den großen Crash da halt spekulieren? Weil wer das macht seit einem Jahr, der dürfte mittlerweile pleite sein, weil es halt einfach nicht wirklich fallen will. Und das wird es dann irgendwann einmal machen, ja. Und aber dann braucht man auch nicht sagen, ja, verdammt, jetzt war ich nicht dabei. Dafür hat man aber halt dann vielleicht 365 Mal alles richtig gemacht, ja, indem man nicht drauf gebaut hat. Und außer jemand ist halt generell halt irgendwie langfristig orientiert und sagt, ja gut, wenn das in 2 Jahren da unten rauskippt, bin ich froh, dann ist das okay. Aber im Daytrading hat es eigentlich nicht wirklich was verloren, finde ich. Also klar, man sollte wissen, wie die Großwetterlage ist. Ich habe ja auch mal ein nettes Video gemacht, wo der Dow halt mal auch ziemlich wild gelaufen ist, 1000 Punkte rauf, 1000 runter. Und sowas kann man natürlich dann auch schon richtig gut handeln, ja. Und das war ja schon ein bisschen crashy, aber das sind eben absolute Ausnahmesituationen. Und in den meisten Fällen geht es ja halt wirklich nur hin und her. Werden mal Hütchen oben gebaut, ein paar Fehlausbrüche unten. Und viel mehr passiert ja da meistens ohnehin nicht und die kann man mitnehmen. Und wenn man halt ein Tagesergebnis zusammenbekommt von irgendwie 20, 25 Punkten konstant, und dann ist das eigentlich schon sehr, sehr gut. Also gerade halt im Daytrading. Also wenn man die jeden Tag macht und nicht nur im Durchschnitt als Swing, und dann ist das schon, glaube ich, ein ganz nettes Ergebnis, mit dem man was anfangen kann. So, okay. Also so ein bisschen wie befürchtet, ne? Also beziehungsweise, das heißt befürchtet, vermutet. Während den NFPs passiert nicht viel. Gold wird wahrscheinlich nachher abgeholt. Der Dow klemmt hier an der 318 rum. Dirk, nur eine kleine Ergänzung von Lutz, Ja. beziehungsweise eine kleine Korrektur. Die Marke, die du im Blog hattest, war nicht 313, wie vorhin erwähnt, sondern 413, ne? Ja, meine ich ja, Entschuldigung, 413, Genau. ja. Ich wollte es nur ergänzen, auch für die Aufzeichnung, damit man das auch besser nachvollziehen kann. Ja, Entschuldigung, weil ich habe das hier auch nicht hingeschrieben. Und weil ich das hier nur alles vorhin nachgezeichnet habe, also das sieht man hier auch, die 412,98 steht jetzt hier. Gut, das ist ein Rundungsfehler, aber es ist halt im Block steht es 25.413 und hier entsprechend 25.318 und hier unten 25.205. Also das sind eigentlich die drei relevanten, ja, das so als Mitte, das als möglicherweise Maximum unten, aber eben auch als Reaktionspunkt, als Kauflevel. Sicherlich nicht uninteressant. Aber hast recht, kommt natürlich manchmal so ein bisschen durcheinander. Ne? Man so viele, hat man ja vorhin auch gesehen, ist mir selber nicht mehr eingefallen, wo ich beim Essen war. Das sind halt echt so die Sachen. Naja. Ich hätte es ja auch einfach vorher setzen können, die Order, und einfach mal hingucken, Order setzen, Tür zu machen und dann ist es gut. Weil ich meine, ändern kann ich es eh nicht. Wenn sie nicht funktioniert hätte, hätte sie nicht funktioniert. Aber wenn ich das natürlich schon in den Blog schreibe und mir abends vorher in Ruhe Gedanken drüber mache, und dann ist es natürlich, gibt es auch keinen Grund, das irgendwie nicht zu handeln. Okay, so. Also zu handeln, wie gesagt, leider nichts. Aber ich habe es ja so vermutet auch. Wichtig ist für mich jetzt erstmal, dass das hier soweit aufgeht. Und um vielleicht halt auch nochmal, dass ich vorhin entsprechend nochmal zeigen konnte, halt hier mit, was diesen Kontext angeht, in Anführungszeichen, also den Außenstab im DAU und entsprechend das korrektive Verhalten im DAX. Und deswegen bin ich halt auch, was den DAX angeht, grundsätzlich die ganze Zeit eigentlich überhaupt nicht long eingestellt, auch wenn mal natürlich ein Long Trade irgendwie dazwischen ist, aber warum der jetzt wieder über 13.000 sollte, also nach Markttechnik ergibt es irgendwie nicht wirklich Sinn. Nach Kauflaune dann vielleicht, ja, ich meine, möglich ist alles, ja, aber ob es plausibel ist, steht halt auf dem anderen Blatt. Und
Selbst wenn er es macht, 13.000 wäre auch nur, kann ich vielleicht auch mal kurz zeigen, weil man das ja auch irgendwie ganz oft liest, und jetzt nochmal irgendwie 13.000 irgendwas. Klar wäre das auch noch korrektiv, ja, wenn man jetzt halt irgendwie danach geht und jetzt hier anfängt mit diagonalen Linien rumzubasteln. Und dann kann der natürlich halt auch nochmal hier oben irgendwo über die 13.000, keine Ahnung, wo wir dann sind, 13.050, wo auch immer. Klar kann er das, aber auch das ist korrektiv. Und irgendwie die Tendenz ist es aber nicht, ja. Also auch wenn wir hier irgendwie Aufwärtsbewegungen haben, aber jeder, der im Daytrading ist, wird ja gemerkt haben, runter geht es irgendwie dann doch meistens schneller und sehr, sehr einfach. Hat man ja gestern auch wieder gesehen. Und das ist halt ein korrektiver Markt. Das ist kein Long-Markt, wenn es sich so verhält. Long sieht da ein bisschen anders aus. Bei Longs wird immer alles gekauft. Egal, der kleinste Dip und fällt nicht einfach überall unten durch. Okay. Eine Frage ist noch offen, vielleicht noch. Ja. Und zwar, Dirk, gibt es bei dir Jahresmarken, die das ganze Jahr Gültigkeit besitzen und benutzt du dazu deine Fibo-Verschachtelung? Ja, die Frage ist ein bisschen speziell. Also 13.050 im DAX war ja halt zum Beispiel so ein Punkt, der kam aber eigentlich eher daher, weil in dem Bereich auch letztes Jahr das höchste Volumen gewesen ist. Es war ein Volumenput aus dem Vorjahr. Aber so generell ist es eigentlich so, dass da ich ja halt nur vertikal arbeite und überhaupt nicht diagonal, das ist klar, die Marken ändern sich tatsächlich nie. Ja, also wenn er da irgendwo hinkommt, wo er schon mal war, und dann kann das auch 3 Jahre später noch sein. Und dann ist das Level, es ist halt immer das Gleiche. Und das ist zumindest mal, also wenn man vertikal arbeitet und darauf setzt, auch ein Vorteil gegenüber von diagonalen Linien, ja, weil halt man muss nicht irgendwie ständig alles Mögliche korrigieren. Klar ergeben sich auch neue Punkte, auch bei der vertikalen Betrachtung, aber ein Level, das halt schon 2017 oder 2016 funktioniert hat, wird wahrscheinlich auch 2018 nochmal funktionieren. Und ich kann ja mal eine Marke einwerfen. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich das einfach mal zu notieren. Das ist letztes Jahr, ist mir die nirgends begegnet. Ich lese natürlich auch mal hin und wieder andere Analysen, um eben auch zu gucken, dass ich nicht unbedingt zu viele Überschneidungen halt habe. Aber eine 11.221, die kann man sich wirklich mal aufschreiben. Das ist ein Punkt, der ist letztes Jahr fast untergegangen. Oder war das schon vorletztes Jahr? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da würde ich ziemlich drauf wetten, dass wenn die nochmal kommt, dass die ordentlich Volumen auch erzeugen wird. Und das ist tatsächlich dann halt eine Verschachtelung, wenn man so möchte, von Volumen auf Fibo-Basis. Das ist aber ein bisschen speziell. Ja, schaffe ich auch jetzt nicht hier ohne weiteres zu erklären. Aber daraus resultieren eben ganz oft Punkte, wie zum Beispiel auch die 12.585. Das war ja halt auch eine Marke, die ist schon uralt, ja. Und die gab es ja halt auch schon letztes Jahr. Und wenn man sich die mal anschaut, die 12.585, deswegen baue ich auch auf sowas viel, viel lieber, als jetzt irgendwie auf neue Diagonalen, die sich irgendwo ergeben. Wo sehen wir die denn hier? Die 12.585. Das ist halt zum Beispiel so ein Punkt. Die sind bei mir halt immer orange. Also die immer wieder kommen, kennzeichne ich immer in orange. Und das sieht man halt auch, ja. Hier zum Beispiel im Stundenchart halt nochmal hingelaufen, ordentlich Dampf nach unten, Volumen hingelaufen, wieder Volumen drüber und wieder mit Volumen nach unten. Und hat halt hier auch punktgenau, sehr, sehr gut, sehr oft gebremst. Und dann einmal sieht man halt auch hier, genau ab da geht dann halt auch die Rakete nach oben. Das heißt, da hat man wirklich Volumen. Und ich weiß jetzt nicht, ob meine historischen Daten hier reichen, um bis letztes Jahr zurückzugehen, aber das sind Punkte, die kann man handeln, ja. Und natürlich geht es da auch mal durch, keine Frage. Aber wie man sieht, immer wieder relevant. Hier an der Stelle, da an der Stelle. Heute Morgen gab es irgendwie nur 10 Punkte da, aber wenn man sich das hier nochmal anguckt, geht dann auch mal drüber und schiebt aber da, das wird man eine Minute besser sehen, deutlich runter. Und ich kann mal hier versuchen, wie weit ich zurückkomme. Aber das ist definitiv eine Marke, die ist steinalt. Hier auch, ja, bisschen drüber. Das sieht dann zwar aus wie eine 12.600, als würde es um die gehen, geht es aber nicht. Wenn man genauer hinguckt, sieht man es halt auch. Ja, also geht da mal ein bisschen drüber, setzt hier auf. Ich weiß, das ist alles ein bisschen klein,
baut so ein Hütchen drüber und genau ab da kommt dann halt auch wieder Volumen nach unten. Ja. Und ich weiß es deswegen, weil ich solche Marken natürlich in einer Minute betrachte, auch wenn man das auf Stunde jetzt gar nicht so genau immer sieht. Also ich gehe mal zurück, hier auch Schlusskurs, genau drauf und wieder hoch. Gucken, wie weit wir die hier verfolgen können. Ich komme hier nicht wirklich gut rückwärts. Gucken, irgendwann ist sie natürlich auch mal kaputt gehandelt, nenne ich das immer. Aber trotzdem sieht man immer wieder, egal wo man hinblättert, ich gehe hier einfach nur von rechts nach links durch. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann wir hier irgendwann wieder, das war nicht zu schnell. Das immer, das kann ja jeder mal selbst irgendwie auch gerne mal ausprobieren. Hier halt auch, ja, dran gestoßen, drüber gekauft und genau ab da, zack, wieder runter. Und das sind Punkte, die bin ich halt der Meinung, dass es halt mehr Sinn macht, so zu handeln. Und weil wo Volumen war, wird Volumen sein. Ja, also auch wenn ich jetzt hier nicht mit Orderflow oder irgendwas arbeite, aber vom Prinzip her ist es ja halt das Gleiche. Nur, dass ich halt versuche, das halt schon vorher zu erkennen und nicht dann jetzt irgendwie nur im Orderbuch dann halt die Levels ausfindig machen. Hier sieht man es auch überdeutlich, ja, dass es halt wirklich Punkte sind, die funktionieren. Und das hier auch, hat man jetzt auch gerade gesehen, dass die Linien habe ich jetzt heute eingezeichnet. Also hier unten die grüne. Ja, das ist jetzt, so weit habe ich gar nicht zurückgeguckt. Das ist dann halt, sieht aus wie Zufall, ist es aber nicht, ja, weil es macht halt Sinn, ja, wenn sich solche Punkte nochmal ergeben, weil sie halt eben in der Vergangenheit halt auch funktioniert haben. Deswegen bin ich auch immer der Meinung, der Markt ist nicht diagonal, sondern einfach nur vertikal. Zumindest macht es das Leben und die Übersicht deutlich leichter. Aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Aber das ist halt eben der Grund, warum ich da jetzt nicht mit diagonalen Linien arbeite. Okay, so, also hier passiert natürlich jetzt nichts mehr, ist aber soweit okay. Ich habe ja vorhin auch gesagt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen theoretisch bleiben und dafür gibt es ja dann entsprechend auch jetzt demnächst die Live-Trading-Webinare morgens um 9 Uhr und da geht es dann auch wirklich darum, bei jedem einzelnen Webinar in dem Webinar selber natürlich dann halt auch eine Live-Trade abzusetzen. Und war für die NFPs natürlich auch ursprünglich mal genauso geplant, aber es ist ja, glaube ich, wirklich so, so, dass das ganze Jahr, wo wir das jetzt machen, ich glaube, ich habe irgendwie ein, zwei Trades überhaupt platzieren können da und alles, weil es halt einfach fast keinen Sinn macht, ja, weil zu den NFPs selber passiert irgendwie fast nichts mehr, zumindest das ganze Jahr irgendwie nicht und sondern wird immer vorher platziert sich da schon alles und eben dann entsprechend nach der Markteröffnung und ich bin heute mal gespannt, darf man auch gerne mal im Auge behalten, weil der DAU ja halt hier auch jetzt genau hier oben in dem Bereich ist, wenn er wirklich hier schafft, drüber zu schließen, und dann wäre wirklich so die nächste Anlaufstelle, dann die 25.946, also knapp unter 26, wenn er das schafft, ja. Wenn die Wochenkerze aber wieder da drin schließt und möglicherweise auch noch unter gestern, dann wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, dass da unten mal nochmal eingetestet wird. Also das, genau die Geschichten, finde ich, sind es wichtig, sich anzuschauen und sehr, 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 sehr hilfreich, ja, um dann halt auch irgendwie so die weitere Beurteilung auch ein bisschen besser einschätzen zu können. Und weil gerade dieses, also ich kann das ja wirklich nur jedem ans Herz legen, was das Thema angeht von der Markttechnik, also Außenstäbe, bin ich ein absoluter Verfechter davon und an der Stelle vielleicht auch gerne mal eine Empfehlung. Michael Vogt hat ja ein nettes Buch dazu geschrieben. Dort steht eigentlich schon sehr, sehr viel darüber drin. Und das ist halt vielleicht von meiner Seite ein bisschen anders angewandt, aber das Prinzip ist halt tatsächlich das Gleiche. Ja. Und Michael Vogt, beziehungsweise die DAU-Theorie ist ja im Endeffekt nichts anderes. Er sagt halt auch nur, alles, was innerhalb eines Außenstabes passiert, ist nicht relevant. Ja. Und sondern es ist halt einfach nur Geschiebe. Und ich finde es halt immer nur insofern relevant, wenn ich halt wie hier zum Beispiel an einer Oberkante bin, von einer Abwärtsbewegung, dann weiß ich, in den meisten Fällen drückt es immer wieder nach unten. Da kann man halt, ich habe das so oft erlebt,
dass dann irgendwelche Formationen zum Beispiel da waren, Dreiecke und weiß der Kuckuck, was nicht alles nach oben auflösen soll. Das funktioniert nicht. In den meisten Fällen, man kann wirklich halt fast immer dagegen wetten, dass es nicht funktionieren wird, ja, dass es dann halt nach oben auflöst, sondern geht dann drüber und fällt dann doch wieder runter. Gut, jetzt ist hier der Wochenchart natürlich sehr zäh, aber funktioniert im Stundenchart oder auch 4-Stunden-Chart ganz genauso. Und kann ich nur wirklich jedem empfehlen, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken. Und da muss man gar nicht irgendwie auf Formationen, auf Kerzenmuster und weiß ich nicht was, sondern einfach erkennen, was ist der Kontext von der ganzen Geschichte? Also was liegt drumherum, was ist der Außenstab? Und dann weiß ich auch meistens die Richtung, in die es immer wieder erstmal drückt. Und ganz oft ist es eben so, dass so ein Außenstab auch nach unten erstmal aufgelöst wird, bevor es dann halt wieder nach oben reagieren kann. Wie gesagt, ein Wochenchart, klar, kann das jetzt auch 2 Jahre dauern, aber trotzdem wäre es halt zumindest mal von der Betrachtung her plausibler. Und deswegen, wenn der DAO heute hier oben drüber schließen sollte, also über der 509, kann man sich ja selber mal angucken, also letzten Endes über 25.600, dann hat das Ding wirklich auch Chancen, zumindest mal ein Stück weiter nach oben zu laufen. Aber dann, wie gesagt, kommt hier das nächste Problem, weil das ist auch ein Außenstab. Ja, das heißt, wenn wir da oben an der Kante sind, landen wir höchstwahrscheinlich ganz schnell auch wieder da unten, bevor es da oben drüber rausgeht. Okay, ich glaube, wir können auch jetzt schließen an der Stelle und hoffe halt, dass es dem einen oder anderen hilft, vielleicht jetzt hier die nächsten 4 Wochen den Markt auch noch mal ein bisschen einzuschätzen, weil ich glaube, es hat ja doch immer ganz gut gepasst in der Vergangenheit. Und sich das von der Seite mal anzugucken, auch wenn man einen ganz anderen Ansatz hat, macht ja meistens auch Sinn, sich mal andere Ansätze anzugucken, vor allen Dingen, wenn sie sich eben halt auch oft bewahrheiten. Das ist ja alles keine Erfindung von mir selber, ist nur eine Sache, die ich halt eben auch aufgeschnappt und für mich dann umgesetzt habe und einfach im Laufe der Zeit gemerkt habe, das macht irgendwie alles schon Sinn. Okay, gut, ja. Also Fragen kommt, glaube ich, jetzt irgendwie nichts mehr. Ne? Jetzt kommt einer mit 8.600 im DAX, der Jens. Mach doch mal langsam. Das kann lange dauern, das muss nicht kommen. Klar, es ist immer wieder schön, wenn man solche Szenarien hat, Crash-Szenarien, aber wie oft passiert es denn? Ne? Okay. Gut, Nelson, du darfst wieder das letzte Wort haben. Das Oi. Heißt wieder, du darfst. Ich bin gerade so schön im Redefluss. Ja, mach ruhig weiter. Nein, alles gut. Nee, ich möchte mich bei den Teilnehmern bedanken, insbesondere bei dem Wetter, dass wir da echt so viele online waren und hier live mit dabei waren. Echt vielen Dank für das Interesse. Und vielleicht einfach nochmal eine Anmerkung. 20. haben wir das nächste Webinar mit dir zusammen, und zwar Stereo Trader Helpdesk, und dann am 21. dann fängt die neue Reihe an mit dem Live-Trading zur Börseneröffnung um 9 Uhr. Von daher nutze ich jetzt die Gelegenheit mal kurz, da ich das Wort habe, und mich zu verabschieden. Vielen Dank, wie gesagt, für das Interesse und für die Teilnahme. Aufzeichnung kommt wie immer, fast immer, so schnell wie möglich online, sollte aber diesmal auch wirklich klappen. Und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie das Wetter. Bis zum nächsten Mal. Und Dirk, wenn du vielleicht noch 1, 2 Worte hast, gerne. Aber dir auch natürlich auch ein schönes Wochenende. Und ja, passen Sie auf Ihre Position auf. Und bis dann. Tschüss. Ich habe auf jeden Fall noch 1, 2 Worte. Ich muss mich auch mal hier noch vernünftig verabschieden. Aber erstmal riesen Dankeschön. Ich glaube, so gut besucht wie heute waren wir noch nie. Oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Auf jeden Fall. Guter Termin heute. War wirklich sehr viele, ja. Ja, war wirklich extrem gut. Also da auch von meiner Stelle natürlich riesen Dankeschön, und dass ihr dabei wart, und freue mich halt klar aufs nächste Mal. Ich habe ja alles dazu gesagt, wann, wo, wie. Der Nelson hat es ja auch nochmal erwähnt, und mache es jetzt an der Stelle kurz. Wünsche euch ein schönes Wochenende, sonniges Wetter, aber ich glaube, das ist ja fast schon selbstverständlich mittlerweile in Deutschland für diesen Sommer, ja. Dass ihr vielleicht nicht so viel schwitzt. Passt auf eure Position und eure Gesundheit auf. Wir sehen uns und hören uns demnächst hier wieder. Danke, Nelson, für das Webinar, für das Begleiten hier, und danke an FX Flat. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.